Hallo, liebe Besucherinnen und Besucher des Friedensfestes hier in Weimar und auch ein Hallo an alle diejenigen, die sich vielleicht jetzt beim Livestream zugeschaltet haben. Es ist ja gute Tradition des Kreisverbandes der linken Weimar-Apolder, dass wir anlässlich des Weltfriedenstages zusammenkommen in der Stadt, uns treffen, uns austauschen, uns motivieren, beim Thema Krieg und Frieden dran zu bleiben. Und das ist wichtiger denn je, weil natürlich viele Bürgerinnen und Bürger fragen heute zuerst, wie geht es weiter in der Corona-Krise? Was ist mit den sozialen Folgen? Aber wenn wir um uns schauen, die Kriege, die Auseinandersetzungen, die haben ja nicht aufgehört, ob das im Jemen ist oder in Syrien. Und deswegen brauchen wir eine starke Linke, die in der Außenpolitik weiterhin klar fordert, ein Zurück zur Diplomatie, ein Eintreten für Menschenrechte ohne Wenn und Aber, egal in welchem Land. Und natürlich das Thema Rüstungsexportkontrolle weiterhin auf der Tagesordnung behält. Und das Ganze ist so wichtig, weil mit welchen Akteuren haben wir es denn derzeit zu tun? Also schauen wir in die NATO, da haben wir auf der einen Seite Präsident Trump in den USA, der eine aggressive, antidemokratische, rassistische, die Gesellschaft spaltende Politik im eigenen Land vertritt und die Bündnispartner zwingen will, bis zu 2% des Bruttoinlandsproduktes für Rüstungsausgaben aufzuwenden. Und auf der anderen Seite, man kann es fast schon Pardon nehmen, der Präsident Erdogan in der Türkei, der das Land zunehmend transformiert in ein autokratisches, fast schon faschistoides System, in dem der Islamismus sowas wie Staatsdoktrin wird. Und was für uns ein wichtiges Thema bleiben wird, ist natürlich auch der völkerrechtswidrige Einsatz der türkischen Armee in den Gebieten Nordsyriens, der kurdischen Selbstverwaltung und die Rolle Deutschlands. Das ist unsere Aufgabe, hier immer wieder deutlich zu machen. Wir haben nicht nur fortlaufend an die Türkei Waffen geliefert, wir unterstützen dieses Land zum Beispiel auch bei dem Aufbau eines Kampfdrohnenprogramms. Und wenn wir dann nicht direkt die Bauteile liefern, dann ist es vielleicht das Know-how. Auch das gehört zur Rüstungsexportpolitik. Auch wenn wir Überwachungstechnik in Ländern schicken, die dort dann entsprechend diese einsetzen, um die Opposition klein zu machen oder im schlimmsten Falle einzusperren und zu foltern, ja, dann sind wir auch dort Kriegspartei und beteiligt. Und auch dieses Thema müssen wir immer wieder im Bundestag aufrufen. Ihr wisst alle, ich bin Sprecherin für antifaschistische Politik und ja, da gab es die letzten Monate einen direkten Link zwischen Friedenspolitik und Antifaschismus, zwischen der Rolle von Armeen und dem notwendigen Aufklärungsbestreben der Parlamente. Das ist das Thema rechte Umsturzpläne aus den Reihen des Kommando Spezialkräfte, aus dem Kreis von Elitesoldaten, aber auch mit Verbindungen in die Polizeibehörden. Und da sind Waffen weggekommen, Munition, Granaten, Sprengstoff. Es ist so lange nichts passiert. Es gab eine Mauer des Schweigens. Jetzt langsam kommt alles ans Licht. Nicht, weil die Ministerien, weil die Regierung offensiv informieren, sondern weil es Druck gab. Druck aus der Opposition, aus der Linken, von Journalisten und Journalistinnen. Und da müssen wir auch dranbleiben, weil das ist eine sehr gefährliche innenpolitische Entwicklung. Natürlich steht nicht morgen der rechte Putsch vor der Tür. Aber wenn sich Einzelne aufmachen, sich bewaffnen, sich Know-how verschaffen, dann ist das höchst gefährlich. Und da werden wir natürlich auch dranbleiben. Das ist sehr viel aktuelle Politik. Aber es gibt natürlich für uns auch eine andere Verbindung und die ist in Weimar ja greifbar, spürbar. Antifaschismus hat immer etwas mit Friedenspolitik zu tun. Das ist unser historischer Auftrag, das ist das Vermächtnis der Häftlinge von Buchenwald, dass wir diese Themen auch immer zusammendenken. Und ich weiß, dieser Tag ist auch dafür da. Der gemeinsame Kampf für Frieden, der gemeinsame Kampf gegen Rechts. Und dass wir uns Mut machen, dass es sich lohnt, für linke Politik zu streiten. Also habt einen guten Tag. Schreibt gerne auch mal, was euch bei diesem Thema gerade umtreibt und bewegt. Und vielen, vielen Dank gerade nach Weimar auch an die viele Unterstützung, die wir immer wieder auch im Bundestag spüren, wenn wir zu diesem Thema sprechen. Ihr seid da einfach irgendwie, was das angeht, ganz vorne. Danke.